Ja, da sind wieder spannende Produkte dabei. Ein Mann, der weiß, wer gewonnen hat, wer es aufs Treppchen geschafft hat, das ist unser Jurymitglied Axel Dammler. Herzlich willkommen. Da sind Sie. Schönen guten Abend, Herr Dammler. Sie wissen schon, wer es ist? Ja. Wir wissen es noch nicht. Hätten Sie sich damals als Kind über das Produkt gefreut? Ich hätte mich über alle drei gefreut. Da ist was zum Spielen für die Familie, was Cooles zum Erschrecken von der Mama und was zum Tüfteln. Also eine schöne Mischung. Ja, jetzt mussten Sie sich aber für eins entscheiden. Wir sind gespannt. Bitte schön. Ja, der Toy Award in der Kategorie Schulkinder, School Kids, geht an Lego mit Lego Boost. Gleich zu dritt hier im Team, klasse. Ja, da ist er, der begehrte Toy Award. Und jetzt schauen wir mal, warum es dazu gekommen ist. Bitte schön, Herr Dammler. Ja, mit dem Lego Boost können Schulkinder spielerisch ihre ersten Programmiererfahrungen sammeln. Im Set sind verschiedene Dinge drin, Bauanleitungen, man kann mehrere Modelle bauen, den Roboter Vernie, die Katze Frankie, eine Gitarre. Und wenn man das zusammengebaut hat, dann wird das von einer App zum Leben erweckt. Vernie kann dann beispielsweise schießen und tanzen. Und gesteuert wird das Ganze dann eben vom Benutzer, vom Besitzer über Tablet oder Smartphone. Und mit der App können die Kinder diese Bewegungs- und Soundfunktionen ganz einfach programmieren. Lego verbindet mit Boost das klassische Bauerlebnis mit moderner Technik. Ein Ansatz, den wir mit dem ersten Preis in der Kategorie School Kids honorieren. Ja, es ist immer eine Überraschung, oder? Wenn man noch nicht weiß, ob man es will, dann ist man es geworden. Darf ich der Dame den Vorzug geben für die... Ja? Hallo, wie ist Ihr Name? Stefanie Kielmann. Frau Kielmann. So, Sie freuen sich so schön. Das ist doch... Schauen Sie doch mal, dieses fröhliche Gesicht. Und der Award passt so toll zu Ihrem Outfit, als ob Sie es gewusst hätten. Nein, ich gestehe, wir haben mit dem Produkt 17 Preise schon gewonnen, aber wir waren extrem nervös. Der Charakter können wir doch mal. Nicht gewusst. Ja. Und wir saßen die ganze Zeit und sagten, bitte, weil der ist natürlich der, den wir wirklich gewinnen wollen. Ah, sehen Sie mal. Und jetzt hat es geklappt. Also ich komme dann zu Ihnen einen kleinen Sekt mittrinken. Freue mich jetzt schon drauf. So, was glauben Sie denn, was die Kinder an Ihrem Produkt begeistern wird? Was wir glauben, was so überzeugend ist, und das hat auch gerade so gut ist, dass dargestellt worden ist, einfach, dass wir dieses klassische Spiel- und Bauerlebnis, was wir eben bei Lego haben, verbunden haben mit ganz einfachem Programmieren. Und es wurde vorhin schon gesagt, dass es so toll ist, dass wenn man eben spielt und Spaß dabei hat, dass man was dabei lernt. Und das sind einfach Fähigkeiten, wo wir sagen, dass wenn sie so intuitiv kommen mit diesem einfachen Programmieren, dass das die Kinder begeistert, dann die Eltern begeistert, weil sie eben auch dann sich freuen, dass das Kind das gelernt hat. Genau. Und das ist das Tolle. Und besonders, weil wir eben nicht nur diese 5 Sets bauen können, sondern jegliches Lego-Set, was man zu Hause hat, oder jede Kreation, die sie jemals gemacht haben, können sie zum Leben erwecken. Und ich glaube, jeder von Ihnen, der schon mal was gebaut hat, der wünscht sich das, dass man das zum Leben erwecken kann und dann eben sieht, wie es sich bewegt. Und das ist das, glaube ich, was überzeugen wird. Ja, dann probieren wir es aus. Nochmal einen großen Applaus für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.